Es ist 22.22 Uhr, ungelogen. Und wir sitzen da in unserem Apartment, während es draußen richtig heftig regnet und schon wieder das ganze Wasser bei unserer Apartment-Haustüre reinrinnt. Es ist mittlerweile mit 4 Handtüchern gesichert. Ja, und jetzt erzählen wir euch aber mal 5 Situationen mit Hund, die jeder Hundebesitzer kennt. Hallo und herzlich willkommen bei Rucksack Pfoten Kamera, deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wir sind die Schwestern Eva und Helena, zwei Fotografinnen, die mit ihren Hunden im Van die Welt entdecken. Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge mit uns, mit Rucksack Pfoten Kamera. Hi. Heute wird die Folge wahrscheinlich relativ kurz und knackig werden. Wir haben 5 Situationen mitgebracht oder Momente, die jeder Hundebesitzer kennt. Wir starten mit einem Punkt, der ja ziemlich nervig ist, würde ich sagen. Mhm. Und der, glaube ich, niemanden, keinen einzigen Hundebesitzer auf der ganzen Welt Freude bereitet. Und auch niemandem erspart bleibt. Und zwar dem Durchfallhund oder dem kotzenden Hund. Es klingt jetzt zwar witzig, aber es ist nicht lustig. Nein, es ist wirklich nicht so lustig, weil der kotzende Hund, der hat die Eigenschaft, dass er dich um 0.30 Uhr oder 2.30 Uhr in der Nacht aufweckt. Und zwar zuverlässiger als jeder Wecker, weil wenn man das Geräusch hört, wie der Hund gerade auf den Boden kotzt, hoffentlich auf den Boden und nicht auf den Teppich. Oder ins Bett. Dann wacht man wirklich schnell auf und man ist sofort putzmunter und macht sich an die Arbeit, dieses ganze Erzeugnis wegzuputzen. Ich kenne mich mit den kotzenden Hunden gut aus. Chili macht das ab und an. Die Eva ist der Spezialist für die Durchfallhunde. Erzähl einmal. Das stimmt. Der Gilo, wir haben ja wirklich lange gebraucht, tatsächlich bis er mal durchfallfrei war am Anfang, weil er sehr viel Futter nicht vertragen hat. Das heißt, ich kann wirklich ein Lied davon singen. Mhm. Auch noch immer ab und zu, wenn er was isst, was er nicht verträgt, dann wird er zum Durchfallhund sozusagen. Und der Gilo, alle, die ihn kennen, wissen, wie lang sein Fell ist. Ja, und damit ihr euch besser vorstellen könnt, die Haare an Chilis Hintern sind wahrscheinlich länger als die Haare... Chili oder? Gilo. Die Haare an Gilos Hintern sind wahrscheinlich länger als die Haare von Evas Kopf. Ja, das kommt ungefähr hin oder gleich lang. Auf jeden Fall hat er sehr, sehr lange Haare auf seinem Hinterteil. Und wenn er dann Durchfall hat, dann landet sehr, sehr viel davon einfach in seinem Fell. Und dementsprechend heißt es dann nicht nur die Scheißerei mit dem Durchfall, sondern auch mit dem Waschen. Genau. Es hilft nämlich oft nicht, einfach nur das abzuwischen, sondern man muss ihn wirklich unter die Dusche stellen und ihn dann einfach ja abbrausen. Und er findet das zum Beispiel nicht so cool. Mhm. Bei Chili habe ich das natürlich auch schon das ein oder andere Mal gehabt, aber wirklich nie so oft. Vor allem, ich stutze ihre Haare am Hintern meistens. Mhm. Und dann wird es auch gar nicht so lang. Und ich schneide tatsächlich oft das einfach auch raus, wenn da mal was hinten drin klebt. Ja. Ich habe da eine Geschichte, das war da am meisten unangenehm. Und zwar war der Gilo ist ein Bürohund und wir waren bei uns im Büro. Und da war eben wieder dieser Durchfallmoment, wo man aber nicht im Büro, sondern Gott sei Dank draußen auf der Wiese. Und er hat sich aber komplett voll angeschissen, von oben bis unten. Und ich habe aber im Büro nicht wirklich jetzt eine Dusche, die ich jetzt so verwenden kann für ein Kilo. Und im Büro ist kompletter Boden mit Teppich ausgelegt. Teppichboden, also so flauschiger Teppichboden. Und das war wirklich für mich ziemlich schlimm. Also ich habe deine Arbeitskollegin einfach angerufen, ob sie runterkommt, den Hund halten. Und habe dann einfach ganz viele Wasserflaschen mit runtergenommen und dann unten vor dem Bürogebäude halt versucht, mit denen sein Hintern zu waschen. Ja, das ist echt ungut, ja. Ja, aber es war dann gar nicht so schlecht. Also ich habe ein paar Küchenrollen mitgenommen und was, aber es, ja. Also das ist auf jeden Fall ein Moment, den man sicher kennt.
Ja, ja, der also zweite. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr euch jetzt denkt, Spa kenne ich auch, habe ich auch eine coole Geschichte. Voll gern schreibt uns auf Instagram oder so, weil es interessiert uns natürlich, was ihr dazu sagt oder wie ihr den Moment wahrgenommen habt bei euch schon einmal. Gut, dann starten wir weiter mit dem zweiten Punkt. Und zwar, ich habe da neben mir mein Smartphone, mein Handy liegen. Und ich habe bestimmt 1 Million Fotos von meinem Hund da drauf. Mhm. Magst du sie alle sehen? Ich zeig sie dir gern. Ich mag es sehen. Also ich mag es ja wirklich sehen. Aber es kennt sich auch jeder, wenn man dem anderen seine Fotos vom Hund zeigen will und er will sie nicht sehen. Und ist eigentlich überhaupt nicht begeistert. Ja, oder er sagt ja und schaut dann einmal weg. Ja. Ja, das ist störend und das kenne ich auch. Und eben der Moment, wenn man zum Beispiel irgendein bestimmtes Foto sucht am Handy und aber durchscrollt und eigentlich nur Hundefotos drauf hat und das Foto gar nicht findet, weil man einfach so viel... Ja. Ja. Und man hat 10 Fotos von der gleichen Situation vom Hund am Handy, aber man braucht alle. Ja. Also es geht nicht, dass man welche... Wenn der lieb schlaft zum Beispiel, wenn der zum 10... Also ich habe die Chili sicher schon 30 Mal... öfter lustig schlafen gesehen und davon jeweils 30 Fotos gemacht. Also wenn sie so am Rücken liegt und irgendwie die Füße so hochstreckt, dann kann ich gar nicht anders als das fotografieren. Aber wenn ich es eigentlich nie wem zeige und nie wo post, außer vielleicht einmal in die Story, aber da bräuchte ich auch nur eins, ich habe trotzdem 30. Ja, mal näher hin, mal weiter weg, hat man halt. Also ich glaube, das ist eine Situation oder ein Moment mit diesen vielen Fotos am Handy vom eigenen Hund, das kennt jeder. Mhm. Machst du weiter mit Punkt 3? Ja, Punkt 3 ist, dass man bei jedem Wetter draußen ist. Also man kann sich eigentlich fast zu 100% sicher sein, wenn man im Regen spazieren geht, dass man nur Leute trifft, die auch einen Hund dabei haben. Mhm. Also das ist wirklich, das sieht man einfach wirklich, dass Leute mit Hund bei jedem Wetter draußen sind. Auch wenn es regnet. Oder wenn es saukalt ist. Mhm. Oder eben schon finster. Ja. Einfach am Abend oder in der Früh vor der Arbeit, wenn es noch dunkel, stockdunkel ist. Also einfach nochmal mit dem Hund rauszugehen. Mhm. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Personen das alles machen würden, wenn sie keinen Hund hätten. Eventuell irgendein fleißiger Jogger oder Läufer. Die sieht man ab und zu. Ja. Aber sonst keinen. Nein. Also das ist auch uns Hundebesitzern vorenthalten, dieser Genuss. Ja, Punkt 4. Das ist was passiert mir ständig. Ja, das passiert mir ständig. Das ist einfach so und ich glaube, das geht gar nicht anders. Nein, es geht nicht anders. Also ich meine, wenn ich jetzt da meine Weste reingreife, also jetzt zufällig habe ich jetzt mal keine Leckerlis oder kein Gackisacki eingesteckt, aber das ist wirklich, wirklich eine Rarität. Also Punkt 4 heißt, es findet sich in fast jeder Jacke oder in jedem Sackerl irgendwo oder in jedem Rucksack Leckerlis oder auch Gackisackis. Ja, ganz genau. Und oft stinken die auch, aber man steckt sie trotzdem ein, weil was soll man sonst damit tun? Und ja. Ja. Also ich habe eigentlich sogar 2 oder 3 Leckerli-Taschen oder so Beutel. Ja, habe ich auch. Aber ich verwende sie irgendwie nicht immer. Ab und zu verwende ich sie, ganz selten, wenn ich schönes Gewand anhabe. Dann habe ich auch so eine schöne Leckerli-Tasche. Okay. Oder wenn ich zum Beispiel keine Säckel habe, sondern nur ein Kleid an oder einen Rock. Aber in der Regel habe ich es irgendwo in meiner Hose 2, 3 Leckerlis eingesteckt oder eben in meiner Jacke. Und was ich schon ziemlich konsequent mache, was mir aber auch schon passiert ist, was ich es nicht gemacht habe, deshalb mache ich es konsequent, dass ich das dann auch in der Waschmaschine mitgewaschen habe. Ja, das habe ich auch schon gemacht. Ja, also bei den Gackisackis ist ja nicht so schlimm. Mhm. Die findet man dann halt und zieht sie wieder raus oder sind dann so in der Waschmaschine drinnen. Wer kennt es nicht? Mhm. Aber bei den Leckerlis ist das schon blöder. Ist das eklig, ja. Mhm. Wenn die dann so ansaufen sich und dann so hart werden in der Tasche und dann klebt da so ein harter Leckerli-Gatsch drin. Ja, also wenn ihr das auch aber kennt. Aber ich mache es wirklich jetzt mittlerweile, dass ich vor dem Waschen immer die Sackerl durchschaue. Ja, das ist schlau. Ja. Das ist wirklich schlau. Das sollten alle machen. Mhm. Wenn ihr das auch kennt, auch an der Stelle, schreibt uns einfach gerne eine Nachricht auf Instagram oder ich glaube bei Spotify kann man sogar die einzelnen Folgen kommentieren. Also wenn ihr das probieren wollt, sind wir gespannt. Ja, aber jetzt noch eine kurze Anmerkung dazu.
Man hat zwar in jeder Jacke eingesteckt Leckerlis und Gackisacki, aber wenn man es dann braucht, hat man auf einmal keins mehr dabei. Ja, das wäre ganz oft. Also ich habe ganz viele immer überall eingesteckt und dann denke ich mir, bah, jetzt müsste ich das belohnen und dann greife ich rein, sind natürlich keine da. Ja, das können wir gleich als Bonuspunkt aufnehmen für heute. Mhm. Wir wären jetzt eigentlich bei 5, dann können wir das eigentlich gleich bei 5 nehmen und sagen, wer kennt es nicht, wenn der Hund Gacki macht auf der Hunderunde und auf einmal hat man kein Sackerl da. Mhm. Das ist super unangenehm. Das ist total unangenehm. Vor allem, weil man sich halt immer beschwert über die Leute, die es halt nicht wegräumen am Weg oder so. Und wenn einem das dann halt selbst passiert, dann denkt man halt oft so, boah, ja, vielleicht ist dem halt auch so gegangen. Es ist halt, wenn es passiert, muss man halt irgendwie kreativ werden. Wir haben da auch schon eine eigene Sportart entwickelt. Wie nennt man es so schön? Gacki-Golf. Wenn man sich dann irgendwo ein Stecken sucht und das Gacki so ein bisschen auf die Seite schupft und irgendwo, oder man sucht sich einen großen Stein und legt ihn drauf, ich dass auch, einfach keiner reinsteigt. Ja. Auch. Also irgendwie, man muss die Unfallstelle sichern quasi. Ja, es ist wirklich, also ich finde es auch ganz, ich bin sehr akribisch, was das betrifft. Und es ist ganz, ganz schlimm. Also man versucht dann wirklich jedes Kunststück oder jeden Trick zu reiten, dass man da irgendwie, ja. Ich habe schon leere Leckerli-Beutel, die eigentlich gar nicht groß genug waren, versucht zu verwenden. Ja, und ich so. Auch leere Taschentücher-Packungen habe ich auch schon verwendet. Geht sie beim Agilo seinem Gacki schwer aus. Ja. Mal einmal ist es passiert. Ich meine, da habe ich eher Sackel dabei gehabt, das war eh okay. Aber da waren wir mitten in der Stadt, in der Sporgasse in Graz. Das ist eigentlich eine belebte Gasse. Und die Chili hat so dringend müssen, normal macht sie nur auf Wiese, aber sie hat da anscheinend so dringend müssen, hat da einfach mitten reinkackt. Und da war so lieb, da ist eine ältere Frau vorbeikommen und hat mich gefragt, ob ich ein Taschentuch brauche zum Wegputzen. Moin, wie lieb. Habe ich gesagt, na danke, ich habe eher Sackel. Aber das war irgendwie auch süß, weil du jetzt gesagt hast, Taschentuchbackel. Ja. Noch eine Möglichkeit eben natürlich, wenn man nichts dabei hat, irgendwen fragen, ob er eins hat. Oh, das habe ich auch schon öfter gemacht. Ich habe das in Frankreich gemacht, auf Englisch. Die haben mir alle nicht verstanden. Also, war wirklich, was hast du gesagt dann auf Englisch? Ja, a poo bag. A poo bag? Oder? Okay, ja. Ich habe sogar pantomimisch vorgezeigt und der Hund ist ja auch neben gestanden. Ich habe das, aber die haben das nicht verstanden. Ich würde gerne sehen, wie du das pantomimisch vorzeigst. Ja, aber auf jeden Fall ist egal, das ist eine andere Geschichte, aber es waren nämlich auch Hundebesitzer, die haben auch einen Hund dabei gehabt und wir sind davon ausgegangen, die haben sicher eins dabei. Ja. Und es war in so einer Stadt in Frankreich und vor so einer Kirche, da war so eine Wiese. Und die haben uns einfach nicht verstanden. Ich habe übrigens auch schon einmal fremde Hundebesitzer, das war in Italien, in Pisa, nach Leckerlis gefragt. Wirklich? Ja, weil ich keine mehr gehabt habe und ich wollte unbedingt die Chili vom schiefen Turm von Pisa gescheit platzieren und ich habe nichts mehr gehabt. Und dann bin ich auch einfach hingegangen zu einer Familie, die einen Hund dabei gehabt hat und habe gefragt, ob sie bei Leckerlis übrig haben, weil ich muss einen Hund fotografieren. Hast du uns gekriegt? Ja, ich habe einige gekriegt. Sie haben es dann auch total lieb gefunden, wie ich die Chili platziert habe und zugeschaut. Oh, das ist war süß. Voll lieb. Hm. Und wenn wir schon bei Gacki sind, ist mir jetzt gerade noch eine Situation eingefallen, die jeder kennt, glaube ich. Man macht eine Wanderung. Der Hund kackt ganz am Anfang. Oh ja, ganz schlimm. Man putzt die Kacke weg, hat dann diese Sackerl, will sie in den nächsten Mistkübel schmeißen, aber es kommt kein nächster Mistkübel. Ja. Es kommt keiner. Es kommt die ganze Wanderung lang nicht. Es kommen Sitzgelegenheiten, es kommen Picknickstellen, es kommt alles. Und es kommt kein Mistkübel. Und du fragst dich, wo wird der ganze Müll hingemacht? Also, das liegt doch nirgends Müll, das ist eh gut und das soll so sein. Ja, weil jeder seinen Müll halt mitnimmt. Ja, aber es ist halt Gacki-Sacki. Ist halt voll kacke, weil ich mag es halt nicht in den Rucksack tun, weil dann stinkt der ganze Rucksack, das riecht schon durch. Und einmal hast du es auch vergessen, gell? Im Rucksack, seitlich drin. Nein, das haben wir nicht vergessen, aber mittragen und hat die ganze Wanderung lang gestunken. Das war so eklig.
Das ist so gestunken nach Scheiße, immer wenn du in meiner Nähe warst. Ja, aber wir haben dann nachher mehrere Sackerl drüber dann. Mhm. Und dann war es ein bisschen besser, ja, weil es ein bisschen besser isoliert hat. Ja, okay. Passt. Jetzt sind wir schon, jetzt haben wir eigentlich schon sechs Situationen geteilt. Ich habe gesagt, wir sind schon beim fünften, nein, wir waren erst beim vierten. Ne, wir haben beim vierten, dann haben wir noch ein fünftes dazugegeben, genau, jetzt noch ein sechstes und dann sind wir jetzt eigentlich bei Situation Nummer sieben. Ja, spontan. Eigentlich hätten es fünf sein sollen, aber es fallen einem dann irgendwie so viele ein. Ja, wir haben noch eine ganze Liste, deshalb ist es jetzt erst Teil 1 von mehreren Teilen. Genau. Aber wir haben jetzt noch eine Situation, na, weißt was, die Folge dauert jetzt schon fast 20 Minuten. Wie wäre es, wenn wir das als Cliffhanger stehen lassen und sagen, den Tipp gibt es dann in Teil 2? So machen wir das. Der ist nämlich richtig cool. Also der hat, das ist ein wichtiger Tipp. Tipp, hä? Punkt. Alles klar. Dann schließen wir somit die Folge und wir freuen uns dann, wenn ihr auch bei Teil 2 wieder mit dabei seid, wenn wir über die Momente reden, die jeder Hundebesitzer kennt. Tschüss. Baba. Baba. Wir freuen uns total, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Das war's jetzt aber leider schon wieder mit Rucksack, Pfoten, Kamera, deinem Podcast für Reiseinspirationen, Fototipps und das Leben mit Hund. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, freuen wir uns natürlich, wenn du ein Abo dalässt und auch auf unseren anderen Kanälen vorbeischaust, die wir dir unten verlinkt haben. Und jetzt sage ich nur Baba und bis zum nächsten Mal.